Ja, hier sind die Rollen klar verteilt im Landkreis. Der Landkreis ist Träger einiger Einrichtungen, Hallenbäder, Mehrzweckhallen, die auch zum Schulbetrieb genutzt werden. Aber auch viele Städte und Gemeinden haben hier etwas zu bieten. Der Landkreis beteiligt sich zum Beispiel auch an der Eishalle. Und wenn wir hier genau gemeinsam weiterwirken, diese Einrichtungen zu erhalten, dann glaube ich, haben wir viele Grundlagen geschaffen. Wir haben ja auch mit, sage ich jetzt mal, Silberhütte oder der Waldnerbaue Möglichkeiten, hier auch im Freizeitbereich, im Naturbereich etwas zu tun. Und im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs ist es so, dass ich mich vor Jahren schon für das Baxi eingesetzt habe, auch für den Nightliner. Wir haben ja den im Board geschaffen, der wird toll genutzt. Ich glaube, wir müssen dieses Angebot noch etwas verbessern, etwas praxisnäher gestalten, Möglichkeiten schaffen, vielleicht auch über App zu buchen, praxistauglicher machen und dann, glaube ich, haben wir gute Möglichkeiten für unsere Jugend.